Wissen Sie, ich war eines Tages verblüfft, als ein kleiner Junge fragte, zeichnest du Mickey Maus? Ich musste zugeben, dass ich nicht mehr zeichne. Dann denkst du dir die ganzen Witze und Ideen aus? Nein, sagte ich, das tue ich nicht. Schließlich sah er mich an und sagte, Mr. Disney, was machen Sie denn so? Nun, sagte ich, manchmal stelle ich mir vor, ich wäre eine kleine Biene. Ich gehe von einem Bereich des Studios zum anderen, sammle Pollen und animiere sozusagen alle. Das ist wohl meine Aufgabe. Der Animateur, über den wir heute sprechen werden, hat die Geschichte des internationalen Kinos für immer verändert. Sein Unternehmen besteht seit fast 100 Jahren. Mehrere Generationen von Kindern wuchsen mit guten Zeichentrickfilmen auf, die sie Freundschaft, Mut und die Erkenntnis lehrten, dass alle Träume wahr werden können. Aber war die Person, die dieses Imperium geschaffen hat, so freundlich, wie wir es uns wünschen? Nur wenige Menschen wissen, dass Walt Disney nicht nur für seine Talente, sondern auch für seinen komplexen Charakter berühmt war. Er war ein Mann, dem Antisemitismus, Sexismus und Tyrannei vorgeworfen wurde, was seine Mitarbeiter fast in die Depression und in den Selbstmord trieb. Sind all diese Gerüchte wahr? Sie sind auf dem Biographer-Channel und heute werden wir versuchen herauszufinden, was ein Mythos und was wahr ist. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, sollten Sie es abonnieren und liken. Es ist kostenlos und Sie können Ihre Meinung jederzeit ändern. Viel Spaß mit dem Video! Am 21. Dezember 1937 waren die Nachrichten noch interessanter. An diesem Tag fand die Premiere eines Zeichentrickfilms statt, der die Geschichte der Animation und der Filmindustrie für immer veränderte. Schneewittchen und die sieben Zwerge von Walt Disney. Der Saal war voll. Man konnte Hollywood-Größen unter den normalen Zuschauern antreffen. Diese Premiere löste beim Publikum eine starke Reaktion aus und alle freuten sich auf den Film. Die Lichter gehen aus, das Publikum hört auf zu flüstern und setzt sich auf seine Plätze. Stille bricht über den Saal herein. Schon bei den ersten Einstellungen wird dem Zuschauer klar, dass er Zeuge eines neuen Kapitels in der Geschichte des Weltkinos geworden ist. Die Angst, die das Erscheinen der Königin auslöst, das Lachen, das die einfachen Scherze der Zwerge hervorrufen, der Zuschauer erlebt die ganze Bandbreite der Emotionen und sogar die, von der Walt so sehr geträumt hat. Das Publikum ist in Tränen aufgelöst und applaudiert dann im Stehen. Schneewittchen und die sieben Zwerge wurde schnell zu einem weltweiten Hit, sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Kritikern. Der Zeichentrickfilm stellte damals einen Weltrekord an den Kinokassen auf. Aber das Wichtigste zuerst. Wie wurde der Maestro zum Erfinder der Animation? Walts Kindheit war kein Märchen. Er wurde am 5. Dezember 1901 in Chicago in einer Familie irischer Einwanderer geboren. Der Vater des Jungen war Zimmermann, seine Mutter Lehrerin. Außer Walt hatte die Familie noch vier weitere Kinder. Als jüngstes Kind der Familie verdiente er sich im Alter von 8 Jahren seine erste Münze, indem er den Lieblingshengst des Dorfarztes zeichnete. Ja, er interessierte sich von klein auf für das Zeichnen. Es war eine gelungene Zeichnung von Mr. Sherwoods Pferd, die mich auf die Idee brachte, Künstler zu werden, erinnerte sich Disney später. Als Kind war Walt Disney ein großer Fan von Filmen. Zusammen mit seinem besten Freund parodierten sie den lustigen Gang von Charlie Chaplin und gaben ihr gesamtes Taschengeld für Filme aus. Seine erste Liebe galt dem Kino. Schon damals konnte man in den dunklen Sälen der Kinos nicht nur Filme, sondern auch kurze Sketche und die ersten Animationsversuche sehen. Diese primitiven Zeichentrickfilme sollten für Walt zum Symbol des Fortschritts werden. Angesichts der Tatsache, dass es in dieser jungen Kunstform noch keine großen Namen gab, wurde ihm schnell klar, dass ihm ein solcher Ruhm zuteil werden könnte, wenn er sich mit Animation beschäftigte. Aber dazu später mehr. In der Zwischenzeit, als Teenager, begann Walt Samstagsunterricht am Kansas City Art Institute zu nehmen und belegte nebenbei Zeichenkurse. Disney zeichnete gern, aber da es an Farben und Bleistiften mangelte, malte er einmal mit Harz und einem Stock seine erste Projektion an die Wand seines Elternhauses. Die darauffolgende Bestrafung hielt den Jungen nicht vom Zeichnen ab, aber er erkannte, dass er Geld brauchte, um Bleistifte und Papier zu kaufen. Schon früh stand Walt um 3 Uhr morgens auf, um mit seinem älteren Bruder Roy Zeitungen und Anzeigen für die Firma seines Vaters auszutragen. Sein Vater kassierte das ganze Geld, aber Walt beklagte sich nicht. Vor seinem strengen Chef versteckt, arbeitete er doppelt so viel und lief in seinen ausgetretenen Schuhen durch die Stadt, um die Post pünktlich zuzustellen und ein Taschengeld zu verdienen. Die Familie zog mehrmals um und als Walt sich in Kansas City wiederfand, erfuhr er, dass es in der Stadt ein wunderschönes Herrenhaus mit einem üppigen Garten und einem hohen Zaun gab. Der junge Walter wollte unbedingt in dieses Märchenschloss eindringen. Seine grenzenlose Fantasie bescherte dem Jungen überirdische Reichtümer, aber alle seine Versuche, in das Privatgelände einzudringen, scheiterten.
Da schwor sich der Junge, dass er eines Tages ganz bestimmt ein riesiges Haus mit Unterhaltungsmöglichkeiten für Kinder und einem malerischen Garten für Spiele bauen würde. So wurde der lang gehegte Traum geboren, der 40 Jahre später in Form von Disneyland Wirklichkeit wurde. Es gibt auch eine Geschichte aus Disneys Kindheit, die laut seinen Biografen einen großen Einfluss auf die weitere Arbeit des Zeichners hatte. Als Walt entweder 7 oder 8 Jahre alt war, tötete er eine Eule. In der Wildnis von Missouri, wo er unter der Einsamkeit und den Schlägen seines Vaters litt, träumte Walt von einem Haustier und der Traum ging fast in Erfüllung, als er eines Nachmittags im dunklen Dickicht des Gartens eine halbschlafende Eule fand und sie mit nach Hause nahm. Vom Tageslicht aufgeschreckt, griff der Vogel Walt plötzlich an und er, entweder verängstigt oder wütend, trampelte ihn zu Tode. Dieses Ereignis war ein Wendepunkt in Walts Leben. Es scheint, dass sich nach dieser Eule eine Vorliebe für Tiere entwickelte. Manche glauben, dass diese traumatische Episode aus der Kindheit die Ursache für die zahlreichen Todesfälle von Kleintieren in den Disney-Filmen war. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ging der 16-jährige Walt, der seinen gewalttätigen Vater nicht mehr ertragen konnte, nach Frankreich. Er fälschte das Datum in seiner Geburtsurkunde und arbeitete 11 Monate lang als Fahrer eines Krankenwagens des Roten Kreuzes. Dort kam ein unternehmungslustiger junger Mann zusammen mit seinen Kollegen auf die Idee, deutsche Helme von der Front zu holen und sie als Souvenirs an amerikanische Soldaten zu verkaufen, die in ihre Heimat zurückkehrten. Die von Kugeln durchlöcherten Helme deutscher Scharfschützen waren die besten, aber sie waren selten und Disneys künstlerisches Talent zeigte sich. Zusammen mit dem Partner sammelten sie gewöhnliche deutsche Helme ein, malten ein spezielles Tarnmuster darauf, das nur auf den Helmen von Scharfschützen zu finden war, machten ein Loch, als ob eine Kugel es geformt hätte, und beschmierten es zur größeren Überzeugungskraft mit Blut. Es scheint, dass der Erste Weltkrieg für Disney angenehme Erinnerungen hinterlassen hat. Als während des Zweiten Weltkrieges einer seiner Mitarbeiter ankündigte, dass er in Europa kämpfen würde, sagte Disney, dass er gerne mit ihm gehen würde. Zurück in Kansas City wurde Walt zum künstlerischen Leiter eines Studios für kommerzielle Werbung. Dort begann er seine ersten Werbefilme zu gestalten. Gleichzeitig hatte er den Wunsch, seine Experimente in der Welt der handgezeichneten Animation fortzusetzen. In dieser Zeit lernte er den talentierten Zeichner Ub Iwerks kennen. Derjenige, der später die Disney-Figur Mickey Mouse zeichnen sollte. Aus ihrer Bekanntschaft entwickelte sich ein gemeinsames experimentelles Projekt, das Lawfogram Studio. 1920 veröffentlichte Disney 3-minütige Zeichentrickfilme, die ihm keinen einzigen Cent einbrachten. Um die Arbeit des Studios irgendwie wieder hereinzuholen, begann Disney mit der Produktion von Alice im Wunderland, in dem Live-Action mit Animation kombiniert werden sollte. Das Ergebnis war ein 12,5-minütiger Film, der jedoch zu spät fertiggestellt wurde, um das Studio zu retten. Die Animation hatte in der kleinen Stadt Kansas City keine Zukunft und das Unternehmen ging in Konkurs. Der Konkurs hätte andere Leute dazu gezwungen, die Verwirklichung geisterhafter Träume aufzugeben, aber nicht Walt. Er ist arm wie eine Kirchenmaus. Die Scheune, in der das Studio untergebracht war, wurde wegen der Schulden verkauft und die Familie Disney zog nach Hollywood, buchstäblich mit leerem Geldbeutel. Als Kollegen nimmt Walt den bereits bekannten Ub Iwerks mit, dessen Leistungen den charakteristischen Stil der frühen Disney-Animation weitgehend bestimmen. Außerdem lud er diesmal seinen eigenen Bruder Roy Disney, der zu dieser Zeit bereits ein erfahrener Buchhalter war, als Mitbegründer ein. Gemeinsam eröffneten sie das Disney Cartoon Studio. Stellen Sie sich vor, der erste Raum, in dem sich das Kultstudio befand, war eine ganz gewöhnliche Garage. Mit dem geliehenen Geld kaufte Disney alles, was zur Herstellung von Zeichentrickfilmen notwendig war, und das Unternehmen nahm seine Arbeit auf. Disneys Versuche, Alice im Wunderland zu verkaufen, blieben erfolglos, bis es ein Angebot zur Zusammenarbeit von der New Yorker Filmverleiherin Margaret J. Winkler erhielt. Im Oktober unterzeichneten sie einen Vertrag über 6 Komödien über Alice. Am 1. März 1924 präsentierte Disney seinen ersten Trickfilm, Alice Day at the Sea, inspiriert von den Figuren aus Lewis Carrolls Alice im Wunderland. Seine in den Jahren 1926 bis 1927 gedrehte Filmreihe benannte der Regisseur ebenfalls nach der Heldin dieses Buches. Alice Comedies. Insgesamt drehte Disney 56 Filme über die Abenteuer von Alice. Zur gleichen Zeit begann sich der Stil der Disney-Filme zu entwickeln. Die Beziehung zwischen den dreien war jedoch sehr seltsam. Ub Iwerks war wie bereits erwähnt der ursprüngliche Schöpfer von Mickey Mouse. Ohne Roy konnte Walt nichts unternehmen, aber er war der Meinung, dass man keinen von ihnen vollständig trauen konnte. Er bewies anderen und sich selbst immer wieder, dass er der Wichtigste war, und wenn man bedenkt, dass das Studio immer noch nur seinen Namen trägt, konnte er das auch beweisen. Disney hat Ub kein zusätzliches Geld gezahlt und ihm keine wirkliche Macht gegeben. Außerdem stritt er sich im Studio oft mit seinem Bruder Roy. Dennoch hat dieses Trio eines der größten Filmimperien geschaffen.
Dabei fing alles sehr bescheiden an, mit kurzen Zeichentrickfilmen, die sich nicht allzu sehr von anderen Produktionen dieser Art abhoben. Die erste Autorenfigur, die von Disney geschaffen wurde, war nicht die berühmte Mickey Maus, sondern Oswald, der Glückspilz. Ein Zeichentrickfilm über ihn wurde 1927 veröffentlicht und wurde sehr populär. Doch Walt setzte einen unüberlegten Vertrag auf und der Kunde stahl die Rechte an Alice Comedies und eignete sich gleichzeitig das Disney-Kaninchen Oswald an. Das kleine Studio befand sich in einer schwierigen Situation, aber Üb rettete alle. Er fertigte die erste Skizze von Mickey Maus an. Die legendäre Maus trat 1928 in dem Film Plain Crazy auf und hieß zunächst Mortimer. Im selben Jahr wurde er zum Helden des ersten Disney-Tonfilms, Steamboat Willie. Walt gab der Maus einen Charakter, verlieh ihr eine Stimme und erfand auch den wichtigsten Punkt, der Mickey zu einer unglaublichen Popularität verhalf. Walt entschied, dass es notwendig war, Musik und Sounddesign nicht nur als Hintergrund oder zur Schaffung einer Atmosphäre, die Emotionen vermittelt, zu verwenden, sondern als führendes Element, in dessen Rhythmus sich seine Maus bewegen und einfache Manipulationen ausführen sollte. Und er wollte auch, dass die Geräusche als Quelle für Gags dienen. So wurde Steamboat Willie der erste handgezeichnete Film mit synchronem Ton überhaupt. Er war ein Erfolg. Der erste hochkarätige und sicherlich bedeutende Film, sowohl für die Karriere Disneys als auch für die Entwicklung der gesamten Kunstform. Gleichzeitig lief das Privatleben von Disney endlich gut. Anfang 1925 heiratete Walt seine Assistentin Lillian Bounce. Die Ehe war im Allgemeinen glücklich und die Frau unterstützte Walt in allem. Es sollte aber auch erwähnt werden, dass Walt Disney oft des Sexismus bezichtigt wird. Er scherzte, dass er Mickey Maus allen Frauen auf der Welt vorzog. Nach mehreren Niederlagen bei der Oscarverleihung nahm Disney zum Beispiel seine Frau Lillian nicht mehr mit zur Verleihung, weil er sicher war, dass sie ihn wie jede Frau verhexen könnte. Er verbot seinen Töchtern, seine Zeichentrickfilme zu sehen, weil er befürchtete, dass sie nicht laut genug lachen würden. Die strikte Haltung gegenüber Frauen zeigte sich nicht nur zu Hause, sondern auch im Studio. Disney verbot offiziell die Einstellung weiblicher Animateure, weil er befürchtete, dass sie im entscheidenden Moment schwanger werden und kündigen könnten, was das gesamte Projekt gefährden würde. Außerdem, so Disney, erforderte diese Sparte einen Sinn für Humor und die Fähigkeit zu zeichnen, und weder das erste noch das zweite war nach Ansicht von Walt eine Besonderheit der Frauen. Vor dem Krieg war die einzige Stelle im Studio, an der Frauen akzeptiert wurden, die technische Abteilung, deren Mitarbeiter Zeichnungen auf den Film übertrugen. Doch mit dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg und dem Beginn der Mobilisierung verringerte sich die Zahl der Angestellten drastisch und Disney musste mehrere Frauen einstellen. Aber auch dann nahm er nur verheiratete Frauen mit Kindern als Assistentin. In der Zwischenzeit beginnt die weltweite Mickey-Manie. Kinder und Erwachsene verlieben sich in Mickey Maus und freuen sich auf neue Zeichentrickfilme. Walt, der nicht nur ein geschäftstüchtiger Mensch, sondern auch ein begnadeter PR-Experte ist, versteht sofort, wie er sein Maskottchen zu Geld machen kann und wie er sein Studio und sich selbst richtig bekannt machen kann. Schon bald begann das Studio, Spielzeug zu produzieren, das den Disney-Figuren ähnelte. Bilder von Mickey Maus oder Donald Duck wurden für die Herstellung von Uhren, Kleidungsstücken und anderen Waren verwendet. Oft wurden sie auch für die Werbung für Produkte verwendet. Disney verkaufte Lizenzen ins Ausland, die die kommerzielle Nutzung von Bildern aus seinen Zeichentrickfilmen erlaubten. Wie man sieht, entstand schon damals allmählich die Unternehmenspolitik, an der sich Disney bis heute orientiert. Fast von Anfang an war es nicht nur ein Studio, das Zeichentrickfilme produzierte. Nein, das war es nicht. Schon damals verwandelte sich Disney Schritt für Schritt in einen riesigen Konzern, der in Zukunft nach Möglichkeiten suchen würde, mit absolut allem, was seine Werke betraf, Geld zu verdienen und der wie ein Raubtier andere Studios übernehmen würde, um die Konkurrenz loszuwerden. Heute wird Disney eher mit Geld und Gier als mit Kreativität in Verbindung gebracht. Wir haben in unserem anderen Video argumentativ analysiert, warum Disney in unserer Zeit einfach als Konzern des Bösen bezeichnet werden kann. Wollen Sie alles über das Studio wissen? Klicken Sie auf die Pop-up-Karte oder finden Sie den Link in der Beschreibung. Glauben Sie uns, Sie werden von diesen Informationen überwältigt sein. Gehen wir zurück in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Auf die Mickey-Maus-Geschichten folgte eine riesige Serie von mehr als 70 Musikgeschichten unter dem allgemeinen Titel Silly Symphonies. Hier lernte der Zuschauer erstmals die Kulthelden kennen. Donald Duck, den Hund Goofy, den gelben Hund Pluto und viele andere. Der Publikumserfolg wurde zudem durch die erste bedeutende Auszeichnung für Walt untermauert. 1932 erhielt er seinen ersten Oscar für den Zeichentrickfilm Flowers and Trees aus derselben Reihe der Silly Symphonies.
Er war der erste Disney-Zeichentrickfilm, der vollständig in Farbe gezeichnet war. Von diesem Zeitpunkt an bis zum Ende des Vorkriegsjahrzehnts gewannen die Disney-Zeichentrickfilme jedes Jahr einen Oscar. Von diesem Zeitpunkt an produziert Walts Firma kurze Zeichentrickfilme verschiedener Art, die sich durch eine für diese Jahre phänomenale Arbeit mit Ton und einen einzigartigen Zeichenstil auszeichnen. Das Wichtigste ist, dass das Thema aller Disney-Werke der Kampf gegen das Böse sein wird. Er liebte Happy Ends und stellte alle seine Figuren in den Raum seiner eigenen keuschen Weltsicht. So verschaffte er sich das Image eines moralisch aufrechten Menschen, obwohl er selbst starker Raucher und beinahe Alkoholiker war, seine Frau betrog und seine Affäre mit den Schauspielerinnen Dolores Del Rio in ganz Hollywood bekannt war. Doch kein einziger Reporter wagte es, seinen Ruf zu ruinieren. Und warum? Disney schuf für die Zuschauer jener Jahre Frieden, Glück, eine Zuflucht vor den Mühen der Realität. Die Zwischenkriegszeit, die bereits voller Schmerz war, fand in den Disney-Welten Freude. Und es wäre undankbar, seinen Schöpfer zu beleidigen. Mutterschaft, Apfelkuchen und Disney, so schrieben viele Reporter, sei die heilige amerikanische Dreifaltigkeit. Doch trotz des phänomenalen Erfolgs und der allgemeinen Bewunderung ist Walt unruhig. Er begreift, dass man mit Witzen und Fröhlichkeit nicht weit kommt und der Zuschauer zu echten Emotionen gebracht werden muss. Es ist an der Zeit, der ganzen Welt zu zeigen, wozu die Animation fähig ist, wozu sein Studio fähig ist, das zu diesem Zeitpunkt sowohl in der Größe als auch in der Anzahl der Mitarbeiter bereits erheblich gewachsen ist. Und vor allem, was er persönlich zu leisten imstande ist. Als Disney 14 Jahre alt war und nebenbei als Zeitungsverkäufer arbeitete, sah er in Kansas City einen kurzen, stummen Zeichentrickfilm über Schneewittchen, an den er sich für den Rest seines Lebens erinnern sollte. Im Herbst 1934 fertigte Disney den ersten Entwurf des Drehbuchs an, das auf dem Märchen der Gebrüder Grimm basiert. Walt beschließt, ein neues Projekt zu starten: Schneewittchen und die sieben Zwerge. Damit haben wir heute unsere Geschichte begonnen. Und da kommt der Wendepunkt im Leben des Zeichners, denn wie Sie sich erinnern, ging Walt aufs Ganze und gewann. Doch diese Premiere, oder besser gesagt ihr Erfolg und das, was danach folgte, zeigte der Welt sein wahres Gesicht, das nicht immer hell, voller Romantik und Glanz war. Mit all den Verschiebungen, Verfeinerungen und ständigen Budgeterhöhungen hatte Schneewittchen bereits einen anderen Namen bekommen. Disney Madness, wie unter den Mitarbeitern getuschelt wurde. Walt selbst wollte natürlich alle übertreffen, die vor ihm ähnliche Werke produziert hatten. Außerdem wollte er der ganzen Welt zeigen, dass Animationsfilme genauso gut waren wie klassische Filme. Ein Animationsfilm konnte und sollte das Recht haben, auf allen Festivals gleichwertige Auszeichnungen zu erhalten. Zu diesem Zweck beschloss er, ein Experiment durchzuführen und einen Zeichentrickfilm zu schaffen, der den Zuschauer nicht nur unterhalten, sondern in ihm eine viel komplexere Emotion hervorrufen sollte – die Sympathie – und infolgedessen zu Tränen rühren sollte. Außerdem stand alles auf dem Spiel. Die Zukunft seines Unternehmens hing von dieser Premierenshow ab. Walt Disney? Irgendwie kann ich nicht glauben, dass es irgendwelche Höhen gibt, die ein Mann nicht erklimmen kann, der das Geheimnis kennt, Träume wahr werden zu lassen. Dieses besondere Geheimnis, so scheint es mir, lässt sich in 4 Cs zusammenfassen. Sie lauten Curiosity, Confidence, Courage und Constancy. Und das größte davon ist Confidence. Wenn man an eine Sache glaubt, dann muss man sie auch glauben. Und zwar bedingungslos und zweifelsfrei. Und das Risiko hat sich gelohnt. Ein durchschlagender Erfolg, ein volles Haus in den Kinos und echter Ruhm. Für Walt war es nicht das erste Mal, dass er zu einem Begriff wurde. Sein Hauptgeheimnis waren Innovation, frische Ideen, Mut und deren Umsetzung. Neue Technologien und Erfindungen zogen ihn immer an und er war in der Lage, sie in die Praxis umzusetzen. Vielleicht hat vor ihm noch niemand so ernsthaft an der Animation gearbeitet. Schneewittchen ist das Ergebnis von 3 Jahren harter Arbeit von 570 Künstlern. Disney bewies das Talent eines Managers und beschloss, die Arbeit der Animatoren zu optimieren. Eine Gruppe führender Künstler zeichnete sogenannte Keyframes, die das Wesentliche der Bewegung zeigten und dann mit Zwischenbildern ergänzt wurden. Es ist bemerkenswert, dass die Szene der Rückkehr der sieben Zwerge nach Hause, die 1 Minute dauert, die Arbeit von 5 Künstlern für 6 Monate erforderte. Nach Schneewittchen wurde Disney zu einem der Olympia. Er wurde zu einer Kultfigur des amerikanischen Kinos. Da begann der Disney-Mythos Gestalt anzunehmen, dessen Hauptfigur ein lächelnder Freund von Kindern und Tieren war, der die gute Saat in die Welt setzte. In der Tat gab es viele Widersprüche zwischen Disney und seinem Studio hinter diesem niedlichen Bild. Für Walt war sein Erfolg bei den Oscars relativ. So erhielt er bei der 39. Verleihung genau diese Auszeichnung für Schneewittchen für herausragende Leistung. Und das beleidigte ihn sehr. Wie kommt das?
werden Sie vielleicht fragen. Ganz einfach. Sein Film wurde nicht einfach in die Liste der Kandidaten aufgenommen, zusammen mit anderen abendfüllenden Filmen. Es ist offensichtlich, dass Disney trotz der Tatsache, dass er 7 weitere kleine Oscars erhielt, entsprechend der Anzahl der Zwerge im Film nicht so erfreut war, wie es hätte sein können. Doch trotz der fehlenden Anerkennung erfüllt sich Walt seinen größten Traum. Er wird zum Vater einer großen Familie, der Gemeinde eines Clans namens Walt Disney Studios. Er hat immer von einer großen Familie geträumt. Er wollte etwa 10 Kinder, aber lange Zeit konnten er und seine Frau keine bekommen. Jemand sagte, es sei alles die Schuld von Walts hektischer Arbeit. Er habe keine Kraft für seine Frau, während andere Quellen der Frau Vorwürfe machten. Aber was auch immer es war, am Ende hatten sie doch eine Tochter und dann adoptierten sie noch ein Baby. Das eigentliche Zuhause von Walt blieb jedoch immer die Hinterbühne seiner Firma, die ständig umzog und mehr Platz anmietete, da das Personal ständig wuchs. In diesen Jahren, nach der Premiere von Schneewittchen und vor dem Zweiten Weltkrieg, wurde es zu einer Art Eldorado. Für alle Animationskünstler, die etwas auf sich hielten, war es ein Prestigeobjekt, mit Disney zusammenzuarbeiten, und die Arbeitsbedingungen selbst waren anfangs geradezu fantastisch. Walt, der Dividenden und Erfolg erhielt, wollte einen idealen Arbeitsort schaffen. Er wollte nicht der Chef sein, der ständig in seinem Büro sitzt und sich nicht für die Angelegenheiten seiner Mitarbeiter interessiert. Nein, im Gegenteil. Er verbrachte viel Zeit mit den anderen Animatoren, versuchte ihnen ein Freund zu sein, ein älterer Bruder, so dass er sogar alle bat, ihn beim Vornamen zu nennen. Er spielte Volleyball mit seinen Freunden und für die Jüngsten versuchte er sogar ein Vater zu sein. Nach dem Erfolg von Schneewittchen startete er sofort 3 große Projekte. Pinocchio, Bambi und Fantasia. 3 Großprojekte wurden gleichzeitig realisiert und die Zahl der Mitarbeiter wuchs auf die für damalige Verhältnisse unglaubliche Zahl von 1000 Personen. Um alle unterbringen zu können, beschließt er schließlich, ein riesiges Studio in Burbank zu bauen. Das Studio selbst wurde Disneys erstes großes Architekturprojekt. Alles wurde so eingerichtet, dass die Arbeit angenehm war. Es gab viel Grün, Orte, an denen man unter freiem Himmel arbeiten konnte. Außerdem baute er einen Campus, in dem die Animatoren wohnen oder übernachten konnten, wenn es nötig war. Auf dem Gelände gab es auch Cafeterias, Theater, Springbrunnen, Tischtennisplatten, eine Tankstelle und Privatparkplätze. Ein Fitnessstudio, die besten Mitarbeiter konnten sogar einen Personal Trainer bekommen. Walt hat nicht gespart. Sein Studio sollte das Beste in Kalifornien sein. Und das war es praktisch auch. Und alles lief bestens, wenn nicht eine Reihe tragischer Ereignisse aus den Wolken gefallen wäre. 1938 starb seine Mutter und die Situation wurde dadurch verschärft, dass sie in dem Haus starb, das Walt ihr gekauft hatte, in einem neuen Gebäude, das er speziell für seine Familie gebaut hatte. Es gab Probleme mit dem Gas und seine Mutter erstickte. Walt hat sich nie zu dieser Situation geäußert, aber wahrscheinlich gab er sich selbst die Schuld an dem, was passiert war. Daher die Anregung, dass vielleicht aus diesem Grund in den nächsten Disney-Filmen die Hauptfiguren oft Probleme mit ihren Eltern haben würden und der Tod ihrer Mutter ein fester Bestandteil des Drehbuchs werden würde. Außerdem brachten all diese großen, bereits begonnenen Projekte Walt nicht den nötigen Gewinn, da der Zweite Weltkrieg begann. Es ist schwer zu glauben, dass sie an den Kinokassen nicht sehr erfolgreich waren, wenn man bedenkt, dass Bambi und Pinocchio immer noch als eines der besten Werke des Studios gelten. Und dann interessieren wir uns für Ihre Meinung. Welcher ist Ihr Lieblings-Disney-Zeichentrickfilm? Derjenige, den Sie schon oft gesehen haben, der Ihnen aber immer noch nicht langweilig geworden ist. Teilen Sie den Namen in den Kommentaren mit. Mal sehen, welche der Kreationen des Studios bei den heutigen Zuschauern beliebter ist. Mit dem Ausbruch des Krieges verlagerten sich die Prioritäten, sowohl des Publikums als auch des Staates, von Unterhaltungs- zu Propagandaveranstaltungen. Daher musste das Budget gekürzt werden und das Unternehmen musste das ehemals utopische Studio in eine Art Fabrik umwandeln. Die Mitarbeiter wurden in Abteilungen eingeteilt, es wurde eine klare Hierarchie geschaffen und die Grenze zwischen den Arbeitern und der sogenannten Elite des Studios, den Animatoren, die direkt mit Walt zusammenarbeiteten, gezogen. Um sicherzustellen, dass keiner von ihnen seine Arbeitszeit verschwendete, wandte Disney die Fließbandmethode von Henry Ford an. Jeder seiner Künstler zeichnete ein einziges Detail, eine einzige Bewegung, tausende von Bildern, ein breites Lächeln des Mundes oder das Heben der Hände. Die Arbeit war hart und sehr eintönig. Disney zahlte nicht so viel dafür, er war fest davon überzeugt, dass kreative Arbeit Freude bereiten sollte und Geld war die Nummer 10 auf der Prioritätenliste, vor allem sein Geld. Nach Walts eigener Meinung änderte sich im Studio nicht viel. Aber Disney irrte sich.
Ihm beim Vornamen zu nennen, reichte nicht aus, damit sein Team ihn wie einen Vater oder einen guten Vater behandelte, denn er bezahlte gut und gab nur seinen wichtigsten Kern von Animatoren, den Leuten, die ihm sehr nahe standen, Prämien. Der Rest des Teams, der die große Arbeit erledigte, verdiente seiner Meinung nach nicht mehr als $12 pro Woche, denn es hieß, dass jeder an ihre Stelle treten könnte. Mehr noch, es war sein Angebot und es war inakzeptabel, denn zur gleichen Zeit näherte sich der Mindestlohn bereits $15 pro Woche, sodass es zu Unruhen innerhalb des Studios kam, die bald in einen Streik endeten. Disney klopfte seinen Untergebenen weiterhin auf die Schulter, nannte sie beim Namen, scherzte mit den Sekretären und eilte mit einem strahlenden Lächeln zwischen den Reihen der Künstler hindurch, die sich dem Papier zuwandten, aber die Studioangestellten waren anderer Meinung. Die negative Stimmung innerhalb des Studios begann zu wachsen, als die Angestellten erkannten, dass das Studio Walt weiterhin riesige Einnahmen bescherte. Auch der Krieg brachte Disney viel Geld ein. Seine Bilder lehren den Piloten, auf einem Flugzeugträger zu landen, Infanteristen mit einem Granatwerfer umzugehen und Feldverpflegung zu verwenden. In der Zwischenzeit erhält nur noch ein bestimmter Teil der Angestellten Prämien aus dem angesammelten Kapital. Nach Walts Meinung haben sie es am meisten verdient. Sie verfügten über eine eigene Bar, einen eigenen Fitnessraum, einen Friseursalon, eine Sauna und sogar modern ausgedrückt ein Mini-Spa mit Massageangeboten. Während ihre Assistenten und anderen Angestellten in einem Standardbüro arbeiteten, in einem Standardmodus für fast einen Penny, unter Berücksichtigung aller Abläufe, betrug der Durchschnittslohn $12 pro Woche, während der nationale Durchschnitt damals $15 betrug. Nach Walts Meinung war das fair, denn sie waren keine Künstler und jeder von der Straße konnte ihre Arbeit übernehmen und sie ersetzen. Die Probleme gingen weiter, aber Walt, der glaubte, seinem Team so nah wie möglich zu stehen, ignorierte sie blindlings. So wurde er nach und nach zu der Person, die er nicht sein wollte. Ein normaler Chef, der seine eigenen Mitarbeiter völlig missverstand. Doch seine Ignoranz wird nicht lange anhalten, denn seit 1935 hat die Arbeiterklasse in den Vereinigten Staaten die Möglichkeit, sich in Kollektivgewerkschaften zusammenzuschließen, um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Auf diese Weise war es einfacher, Streiks und Proteste zu organisieren. Bereits in den 1940er Jahren wurde die Gewerkschaft der Walt Studio Beschäftigten gegründet und bei dieser Gelegenheit beschloss der Leiter des Unternehmens, sich vor dem Team zu erklären, um den Konflikt zu lösen. Er hält eine Rede, die den Konflikt nur noch schlimmer macht. In den 20 Jahren, die ich in diesem Geschäft verbracht habe, habe ich viele Stürme überstanden. Es war alles andere als einfach. Ich war immer der Meinung und werde immer der Meinung sein, dass die Männer, die den größten Beitrag zur Organisation leisten, allein schon aus Respekt einige Privilegien genießen sollten. Meine erste Empfehlung an viele von Ihnen lautet: Bringen Sie Ihr eigenes Leben in Ordnung. Sie können nichts erreichen, wenn Sie herumsitzen und darauf warten, dass man Ihnen alles sagt. Wenn Ihr nicht so vorankommt, wie Ihr solltet, dann tut etwas dagegen, anstatt zu meckern und zu knurren. Und die Arbeiter werden etwas tun, aber nicht das, was Walt dachte. Am 29. Mai 1941, nachdem ein wertvoller leitender Animateur namens Art Babbitt entlassen wurde, weil er der Gewerkschaft beigetreten war, kündigte fast die Hälfte von Disneys Kunstabteilung. Die Aktien des Studios stürzten ab und auch die Filme begannen Geld zu verlieren. Walt weigerte sich jedoch zu verhandeln. Zusammen mit Art verließen auch seine Freunde David Silverman und John Hubley das Unternehmen, die bald darauf ihr eigenes Studio gründeten und sogar erfolgreich waren. David Silverman war ein Jude russischer Abstammung. Seine Eltern stammen aus Russland. Die Amerikaner im Allgemeinen erkennen ihn bis heute als einen der größten Animatoren für seinen Beitrag zur Kunst an. Die Geschichte seiner Beziehung zu Walt ist ziemlich bedeutsam, deshalb möchten wir sie etwas ausführlicher darstellen. Nach seiner Entlassung eröffnete David, wie gesagt, sein eigenes Studio und arbeitete während des Zweiten Weltkriegs zum Wohle seines Unternehmens, während Walt in eine tiefe Depression fiel. Walt war entmutigt und verwirrt von dem, was geschehen war. Er fing an, wie wild über Verschwörungstheorien zu reden und behauptete, dass die Streikposten und die Entlassung von den Kommunisten angezettelt worden seien, aber diesmal war er machtlos. Die Animateure waren hochqualifizierte Arbeitskräfte, die nur schwer durch Neulinge zu ersetzen waren, und das gab ihnen ein zusätzliches Druckmittel. Walts Reaktion auf diese Situation war die Flucht nach Südamerika. Das gibt mir die Möglichkeit, diesem schrecklichen Albtraum zu entfliehen. Er schrieb, dass er enttäuscht war, während sein Bruder den Konflikt löste, indem er die Gehälter anhob, alle Forderungen der Angestellten erfüllte und das Problem schließlich gelöst wurde. Aber Walt hegte einen Greuel gegen alle Angestellten und das Unternehmen. Als Mann, der sich für den Vater einer großen, eng verbundenen Familie hielt, wollte er keinen Kontakt mehr zu den Angestellten haben und kam auch als Mensch müde von der kreativen Tätigkeit zurück. Vielmehr schlug er lediglich Ideen vor und genehmigte sie, wobei er die Verantwortung für künstlerische Entscheidungen dem jeweils führenden Animateur übertrug.
Außerdem ließ er seine Wut persönlich an David aus, weil er eine Chance hatte. David, ein Nachfahre russischer Einwanderer, verbrachte 6 Monate als Student in St. Petersburg, um das kulturelle Erbe seiner Verwandten zu studieren. Was Walt als Grund diente, ihn für einen Kommunisten zu halten. Er gab ihm die Schuld an den Unruhen in den 40er Jahren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann der Kalte Krieg und die Kommunisten wurden in den Vereinigten Staaten heftig gehasst. Nachdem er den zuständigen Stellen Beweise vorgelegt hatte, wies Walt die Verantwortung von sich und beschuldigte die Person, die für ihn arbeitete. Infolgedessen war David gezwungen, sein Unternehmen zu verlassen und sogar für mehrere Jahre das Land zu verlassen, um sich mit seiner Familie in Europa niederzulassen. Später wird David zurückkehren und eine erfolgreiche Karriere aufbauen, aber Walt hat sein Leben erheblich ruiniert. Ob er David das angetan hat, weil er Jude war, wissen wir nicht. Die Geschichte schweigt und wir wagen es nicht, Schlussfolgerungen zu ziehen. Es scheint uns jedoch sehr wahrscheinlich, dass Walt Disneys Ego daran schuld war. David hatte ihn nach Walts Ansicht beleidigt und Disney beschloss, sich auf diese Weise an ihm zu rächen. In den späten 40er Jahren begann das Walt Disney Studio, seine bis dahin auf Zeichentrickfilme beschränkten Möglichkeiten zu erweitern. Spielfilme, die sich hauptsächlich an ein Kinderpublikum richteten, kamen auf die Leinwand. Es wurden auch Disneys Lehrfilme über die Tierwelt veröffentlicht. Die verschwindende Prärie, die lebende Wüste und andere. In den folgenden Jahren wurden mehrere wirklich gute Zeichentrickfilme veröffentlicht, die auch Gewinn brachten. In den 1950er Jahren wurde Cinderella zu einem unerwarteten Hit, aber Walt konnte nur die Misserfolge sehen, nur die Misserfolge, die ihm widerfuhren. Und es muss gesagt werden, dass sie das Ergebnis von Kostensenkungen waren. Er sagte sich, dass er niemals in der Lage sein würde, etwas so Herausragendes wie Schneewittchen zu schaffen, auch wenn seine Aufmerksamkeit nicht mehr auf die Filme gerichtet war. Stattdessen begann er sich für Züge zu interessieren. Die Miniaturzüge und Eisenbahnen hatten es ihm schon lange angetan und sie erinnerten ihn an seine Kindheit in Marceline. Die Natur, die Bauernhöfe, die Tiere, die Züge, die ganz in der Nähe waren, wo er seine Sommer verbrachte. Er verbringt seine Tage damit, an seiner Eisenbahn zu arbeiten und Miniaturversionen seiner Lieblingsstadt zu bauen. Und dann kommt er auf eine neue, wirklich geniale Idee. Er möchte einen Park schaffen, in dem die Menschen die gleichen Gefühle erleben können wie er, als er in seinem Zug saß, das warme Gefühl der Rückkehr in die Kindheit. Allerdings sollen die Besucher diese Kindheitserinnerungen mit Zeichentrickfilmen verbinden, und zwar in erster Linie mit denen, die von ihm und seinem Team gemacht und geschaffen wurden. Deshalb beschließt er, seinen Park ganz unbescheiden Disneyland zu nennen. Ja, in Disney steckten zwei sehr unterschiedliche Menschen. Ein knallharter, unerschrockener Geschäftsmann, der ein Unternehmen mit Ambitionen gründete, und ein leicht verrückter Idealist, der versuchte, seine eigene Utopie auf der Erde zu verwirklichen. Der Millionär baute Disneyland. Yet in the planning and building, there were no standards to follow. Whatever worked, became the code. Whatever failed to meet the public need, was changed, replaced by a better idea. Und nach seinem Tod wurde Disney World eröffnet. Zwei der größten Parks der Welt, in denen sich ein Märchen als wahr darstellte. Ein großes Stück nutzloses Land wurde gekauft und schon bald gab es die bereits erwähnte Spielzeugeisenbahn, einen Fluss voller elektronischer Krokodile, Schneewittchens Schloss, unzählige Mickey-Maus-Statuen und andere Wunder. Keiner glaubte an den Erfolg von Disneyland. Als Walter auf der Suche nach Investoren war, wurde er 302 Mal abgewiesen. Selbst sein Bruder, der ihn immer in allem unterstützte, zweifelte diesmal daran, dass sich die Idee auszahlen würde. Disney gab sein gesamtes Geld aus, aber die Idee wurde zum Leben erweckt. Der Park wurde 1955 eröffnet und wurde innerhalb von 6 Monaten von 1 Million Menschen besucht. In der Zwischenzeit schufen die drei Regisseure, die Cinderella in den Walt Disney Studios gedreht hatten, 1953 ein neues Meisterwerk, den Film Peter Pan. Es folgten so berühmte Filme wie Susi und Strolch, Dornröschen und 101 Dalmatiner. Neben dem Bau von Disneyland arbeitete Disney auch an anderen Projekten außerhalb des Studios. Er war Berater für die amerikanische Nationalausstellung 1959 in Moskau. Außerdem war er Vorsitzender des Wettbewerbskomitees für die Olympischen Winterspiele 1960, wo er die Eröffnungs-, Abschluss- und Preisverleihungszeremonien entwarf. Parallel zu den Parks produzierte Disney auch Abenteuerspielfilme für junge Zuschauer. So zum Beispiel Die Schatzinsel, Robin Hood und der mit 5 Oscars ausgezeichnete Musicalfilm Mary Poppins unter der Regie von Robert Stevenson.
Bei all diesen Filmen fungierte Disney als Produzent, verfolgte den Verlauf der Dreharbeiten und hatte großen Einfluss auf die künstlerische Seite der Filme. Mary Poppins hat übrigens eine recht lange und interessante Entstehungsgeschichte. Alles begann in den frühen 1940er Jahren, als Walt Disney seiner Tochter Diana sagte, er wolle ihr Lieblingsbuch verfilmen. Aber das war gar nicht so einfach. Disney versuchte 20 Jahre lang die Filmrechte von der Autorin des Buches Pamela Travers aus dem Jahr 1938 zu erwerben. Erst 1961 willigte die Autorin in den Deal ein, und zwar nur, weil sie dringend Geld brauchte. Disney musste seinen ganzen Charme einsetzen, um die Autorin zur Mitarbeit bei den Drehvorbereitungen zu bewegen. Trotzdem gefiel Travers der Film nicht. Obwohl die Schriftstellerin die erste Fassung des Drehbuchs genehmigte, wurde ihr die endgültige Fassung nicht gezeigt. Als sie das Ergebnis bei der Premiere des Films sah, brach sie in Tränen aus. Zwischen Anfang und Mitte der 1960er Jahre entwickelte Disney einen Plan zum Bau eines Skigebiets in Mineral King. Am 15. Dezember 1966 verstarb Walt Disney. Die von Walt Disney hinterlassenen Pläne trugen mehrere Jahre lang zur Entwicklung des Unternehmens bei, das dann von Roy Disney übernommen wurde. Die Zeichentrickfilme Das Dschungelbuch und Aristocats, die 1967 bzw. 1970 herauskamen, bestätigten die Überlegenheit des Unternehmens im Bereich der Zeichentrickfilme und der Film Ein toller Käfer wurde zum umsatzstärksten Film des Jahres. Das zweite Projekt, Disney World, war sogar noch erfolgreicher. Hinzu kam, dass Walt bereits im fortgeschrittenen Alter aufhörte, ein Innovator zu sein und konservativ wurde und sich ernsthaft Gedanken über sein Vermächtnis machte. Das war ihm nicht genug. Er beschloss, eine ideale Kommune zu bauen, eine utopische Stadt der Zukunft namens Epcot. Leider wurde seine Idee nie verwirklicht, denn er verließ diese Welt früher. Wir würden sagen, viel zu früh. Er starb an Lungenkrebs. Epcot wurde schließlich Teil von Disney World und die Walt Disney Company wurde zu einem der einflussreichsten Unternehmen der Welt. Üblicherweise erzählen wir Ihnen einige weitere interessante Fakten über Walt Disney. Sein Lieblingslied war Feed the Birds aus Mary Poppins. Nicht nur sein Lieblingslied aus dem Film, sondern ganz allgemein das Lieblingslied in seinem Leben. Richard Sherman sagte in mehreren Interviews, dass Walt jeden Freitag in sein Büro kam und ihn bat, es für ihn zu spielen. Disney war ein großartiger Vater und liebte seine Kinder. In Disneyland baute Walter auch seine eigenen Wohnungen. Sie befinden sich über der Feuerwache in der Hauptstraße des Parks. Dass der Schöpfer all dieser Wunder zu Hause ist, erfuhren die Besucher durch die beleuchteten Fenster. Jetzt sind die Lichter zum Gedenken an Walt die ganze Zeit an. Nach Disneyland beschloss Walter, eine Stadt der Zukunft zu bauen, ohne Armut und Kriminalität. Zu diesem Zweck kaufte er 1964 14.000 Hektar Land in Florida. Der Tod des großen Zeichners ließ diesen Traum jedoch nicht wahr werden. Heute befindet sich an diesem Ort das berühmte Disney World. Disney hinterließ nicht nur seinen Nachkommen, sondern auch seiner Haushälterin Thelma Howard ein riesiges Vermögen. An jedem Feiertag schenkte er ihr einen Anteil an seinem Unternehmen. So kam die Frau auf ein Vermögen von etwa 10 Millionen Dollar. Walt Disney ist ein Pionier der Musik- und Tontechnik sowie der abendfüllenden Zeichentrickfilme. Im Laufe seines Lebens drehte er 111 Filme und produzierte fast 600 Filmwerke. Disney ist der Rekordhalter für die Anzahl der Auszeichnungen und Preise auf dem Gebiet des Kinos, der Besitzer von 2 Sternen auf dem Hollywood Walk of Fame, der Initiator und Schöpfer des größten Kinderlandes Disneyland. All diese Fakten zeigen, dass er kein besonders schlechter Mensch war, aber sicher war er eigenwillig und komplex. Nun, es liegt an Ihnen, wie Sie Walt Disney betrachten, denn wir respektieren ihn für seinen Beitrag zum Kino und zur Animation. Für die Tatsache, dass er Millionen von Kindern ein unvergessliches Erlebnis beschert und wirklich einzigartige Dinge in seiner Zeit geschaffen hat. Der Schlüssel zu Walt Disneys Erfolg ist vielleicht Willenskraft, Risikobereitschaft und Beharrlichkeit. All seine Zeichentrickfilme sind der ewige Kampf zwischen Gut und Böse. Disney war in der Lage, den Menschen Freude zu bereiten. Die Sprache seiner Kreationen ist für alle Völker der Erde verständlich. Er war sicherlich ein Träumer, der die Welt verändern wollte. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass viele moderne Menschen gerne unter Disney arbeiten würden. Am Beispiel von Walt Disney kann man die Hauptsache verstehen. Man darf nicht vergessen, dass man die Persönlichkeit des Autors und seine Werke, Filme, Bücher, Comics voneinander trennen muss, um sie unabhängig voneinander wahrzunehmen und den Eindruck nicht zu verderben. Und natürlich würden wir gerne genau wissen, was Sie über Walt Disney denken. Schreiben Sie es uns in die Kommentare.
Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen geholfen, mehr über diese legendäre Person zu erfahren. Nun, das war's für heute. Vielen Dank. Das war Biographer. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken und bis zum nächsten Mal.